So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Im letzten Run haben wir Mummy gekillt mit Isaac und in diesem Part werden wir hoffentlich einen weiteren Charakter freischalten. Entweder Maggie, Magdalene, man sieht, man muss 7 oder mehr Herzcontainer in einem Run holen. Und für Kane brauchen wir 55 Münzen. Einen von den beiden hätte ich ganz gerne. Ja, deswegen starten wir mit Isaac und dazu gibt es jetzt ein paar neue Items, die wir finden können. Die Ebenen und Räume werden komplett neu verteilt, das heißt, Momentchen, mir fällt gerade was ein. Ich könnte auch einfach mal den Sound auf mein Headset packen. Ich höre das gerade über die Boxen. Besser. Die Räume werden neu verteilt, die Gegner werden neu verteilt, die Bosse werden neu verteilt, die Pillen werden neu verteilt, die Items werden neu verteilt. Es ist nichts wie beim letzten Mal und als erstes will ich das rote Feuer ausmachen. Hier kommen Zombies. Der rote ist wieder so ein Boss-Zombie, also so ein, eine etwas stärkere Version, die uns am Ende irgendwas spawnt. In dem Fall war es eine blöde Bombe. Ich hätte damit den Stein kaputt machen können, fällt mir gerade ein. Ich habe es das letzte Mal nicht gesagt gehabt. Isaac startet mit einer Bombe am Anfang. Das heißt, man kann meistens schon mal einen Geheimraum finden. Nicht immer, aber ja, ich könnte mich auch einfach mal treffen. Hier haben wir so eine hüpfende Spinne und hier haben wir wieder so eine Spinnenmutter, die uns dann hinterher, wo dann so zwei olle Spinnen rauskommen, die beiden hier. Und da wäre ich beinahe getroffen worden. Und die Spinne treffe ich gerade auch nicht. So, wunderbar. Hier ist noch eine Bombe. Ja, wenn ich Kane freischalten will, muss ich auf jeden Fall eine Menge Shops erstmal liegen lassen. Das hole ich mir doch glatt, weil ich eh zwei Bomben habe. Jo, hat sich gelohnt. Eine Bombe for free. Itemraum. Bob's Rottenhead. Hatten wir das letzte Mal schon. Nee, Bob's Curse ist es. Stimmt. Also, noch mehr Bomben und die Giftbomben. Den Shop schauen wir uns logischerweise nicht an. Dann werde ich aber auf jeden Fall hier noch eine Bombe legen. Like this. Und mit die beiden. Ja, ich hole mir erstmal ein blaues Herz. Ganz kurz mal zu diesem Raum hier. Da können wir, wenn wir über die Stacheln laufen, Schaden nehmen. Und je nachdem, wie oft wir das machen, kriegen wir hinterher was. Macht für mich jetzt keinen Sinn, weil ich noch nicht beim Boss war. Aber es kann sein, dass zwischen diesem Raum und dem Itemraum der Geheimraum liegt. Also gucke ich da mal eben rein. Wir können es uns ja leisten. Wir haben ja genug Bomben. So. Nicht? Dann muss der irgendwo anders liegen. Ja, dann mache ich auch erstmal den Boss. Und wir haben auch. Dieses nette Kerlchen hier ist ein apokalyptischer Reiter. Mit dem Namen... ich habe den Namen vergessen. Bin ja so gut vorbereitet. Wow. Ach komm. Auf jeden Fall ist es... es ist Hunger. Ja, also auf Deutsch ist es der apokalyptische Reiter Hunger. Man sieht jetzt auch, was diese Fliegen hier machen, die wir im letzten Mal einfach umgehen konnten. Und zwar spucken die uns die ganze Zeit voll. Der Boss ist eigentlich nicht so schwer. Abwechselnd, also erstmal hat er zwei Stufen. Die zweite Stufe kommt gleich. Im Moment hat er halt dieses Pferdchen, mit dem rennt er uns die ganze Zeit hinterher, wenn wir vor ihm stehen. So, whoop, da ist die zweite Form. Und ansonsten, spawnt er diese weißen Fliegen. Jetzt hat er sein Pferd und seinen Körper verloren, ist nur noch dieser Kopf und spuckt jetzt drei Kugeln und bewegt sich langsam auf uns zu. Sollte auch kein Problem sein. Ich finde die zweite Form meistens sogar unangenehmer als die erste Form, es sei denn, man kommt mit den ganzen Fliegen nicht klar, also dann kann der Kampf schon ein bisschen unübersichtlich werden. Ja, da habe ich wunderbar verfehlt. So. Dürfte er dann gleich auch Geschichte sein. Und die apokalyptischen Reiter geben uns immer dasselbe Item, wenn wir es besiegen. Und zwar den Cube of Meat. Erstmal ein neues Item freigeschaltet. Das Book of Revelations können wir jetzt auch finden. Hier ist der Cube of Meat. Und der Cube of Meat funktioniert so. Man hat 4 apokalyptische Reiter. Man kann gegen alle kämpfen. Sie können alle vorkommen. Wobei der nette Kollege von gerade im Basement oder im Keller auftaucht. Der nächste taucht in den Caves auf und
Der letzte taucht, ja, in den Tiefen auf, also the depths. Und der letzte in the womb, das wäre dann der letzte natürlich tot. Jeder von denen lässt uns einen Cube of Meat. Und ein Cube of Meat funktioniert so, dass wenn man schon den Cube of Meat hat, kriegt man so ein Gesicht. Und wenn man das Gesicht schon hat, kriegt man den kleinen Meat Boy, den man aus Super Meat Boy kennt, der Gegner hinterher rennt. Und wenn man dann noch den vierten findet, kriegt man den großen. Der kleine Cube of Meat fliegt so um uns rum und blockt erstmal Schüsse. Macht ansonsten aber nichts. Es sei denn, Gegner rennen rein, dann macht er auch Schaden. Wupp. Ja, komm. Jetzt holen wir uns auch das blaue Herz. Wir haben Möglichkeiten auf den Geheimraum. Der Geheimraum wird jetzt definitiv noch von dem anderen begrenzt. Der ist hier oben. Mit einem Spielautomat, den ich nicht benutzen werde. Aber damit wissen wir, dass der andere Geheimraum hier oben liegt. Und ich glaube, da wir relativ viele Herzen hier rumliegen haben, ich möchte nochmal eben beim Boss gucken, werde ich unten diese dieses Foltermaschinchen sogar benutzen. Also wir haben hier nochmal 2,5. Das heißt, wir können zweimal getrost drüber laufen. Eins. Das kostet uns blaue Herzen. Das wusste ich nicht. Dann nicht. Nee, dann ist mir das Spielchen zu blöd. Dann gucke ich jetzt nochmal hier oben in den Geheimraum ein, in der Hoffnung, dass es ein Sacred Heart gibt. Werde ich erklären, wenn es eins ist. So. Zweiter Geheimraum mit einer Kiste mit 2 Pillen. Okay. Bombs are keys. Wir haben 4 Schlüssel. Ja. Und Friends to the End, was uns 4 von diesen Attack-Fliegen gibt. Diese Attack-Fliegen fliegen random, also zufällig, auf Gegner. Begehen da dann sozusagen selbst mal so Kamikaze-Fliegen. Und sobald sie weg sind, sind sie weg. Es gibt Items, mit denen man die reproduzieren kann, aber das habe ich jetzt nicht. Ja, ist ganz nett. Ja, würde ich sagen, weiter. Eine Ebene runter in Basement 2. Ist noch relativ einfach gehalten. Man sieht jetzt schon, die erste Fliege hat sich schon komplett umgebracht. Hier liegt eine Bombe. Das ist ganz gut, weil wir keine Bomben hatten. Weil die ja zu Schlüsseln geworden sind. Hm. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, weil eigentlich brauchen wir nicht so viele Schlüssel. Wir haben ja erstmal keine Shops, die wir besuchen wollen. Und mit den Bomben guckt man immer schön in Geheimräume rein und ja, da ist unsere zweite Fliege weg. Ja, das sieht schon wieder besser aus. In Geheimräumen liegen auch oft Münzen, das heißt, die Geheimräume möchte ich möglichst immer mitnehmen. Hier unten ist wieder der Shop, der uns überhaupt nichts bringt. Geheimraum? Jo, und wir haben den kleinen Fels freigeschaltet, weil wir ganz viele Felsen zerstört haben. Toll. Geheimraum ist da schon mal nicht. Das ist ja nicht so schön. Okay. Die schwarzen Fliegen greifen uns nicht an, die roten schon. Und die roten können uns auch verletzen. Das heißt, die sind auf jeden Fall meine erste Wahl. Oben haben wir wieder so einen Raum, wo wir sehen, wenn wir da reinlaufen, nehmen wir Schaden. Wenn wir rauslaufen auch. Jo, das wart ihr. Gib mir was Schönes. Eine Münze, ja. Eine Münze. Jetzt haben wir schon 2 von 55. Gar nicht so schlecht. Ja, kriegen wir for free ein blaues Herz. Das finde ich nett. Was ich im letzten Teil auch nicht erwähnt habe, weil ich es vergessen habe. Diese Häufchen hier hindern uns am Laufen. Können wir aber kaputt schießen und manchmal ist auch in diesen Häufchen Geld drin. Die Puppe. Der Best Friend. Wenn wir den einsetzen, es ist ein Spacebar-Item, wir sehen es oben, ist in der Spacebar-Leiste angekommen. Wenn wir den einsetzen, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt so eine dicke, fette Puppe, die legt sich hin, zieht Gegner an und explodiert dann irgendwann. Ist jetzt nicht das geniale Item, aber ist jetzt auch nicht total beschissen. Da hat man ganz kurz gesehen, dass der Cube of Meat eine Fliege gekillt hat. Eine Kiste. Yo, Geld. Her damit. Nehme ich doch mit. Warum auch nicht? Was soll der Geiz? Hier haben wir wieder diese spuckenden Köpfe. Wow. Und da oben ist ein Bosskopf. Erstmal dich. So, wunderbar.
Und jetzt den fetten. Man sieht, der unterscheidet sich in der, dass er so fette Kugeln schießt, dass er also deutlich mehr Schaden macht. Whoop. Noch ein Schlüssel. 4 Schlüssel. Ja, was ist hier oben? Nochmal ein Schadenraum. Okay, ab zum Boss. Monstro. So, jetzt kommt hier das Teil. Und... jawohl. Sehr gut. Und es macht Giftschaden. Das wusste ich gar nicht. So, man sieht also, dass ich wie der letzte Vollidiot spiele, weil ich voll in die Kugel reingelaufen bin. Ganz toll gemacht. Monstro ist gleich Geschichte. Monstro springt eigentlich nur durch die Gegend und spuckt. Damit ist die Bohne aufgetaucht und wir kriegen als Gewinn vom Boss den Magic 8 Ball. Der erhöht unsere Tränengeschwindigkeit und gibt uns eine Karte. Zweimal. Der Hierophant gibt uns 2 blaue Herzen. Das ist eine wunderschöne Karte. Was sagt der Satanraum? Der Satanraum sagt Brimstone und die Katze. Werde ich beides nicht mitnehmen. Mit Brimstone kann ich nicht umgehen, vor allem nicht, wenn ich nur auf einem Herz bin. Die Katze ist das beschissenste Item, was ich kenne. Würde ich nur sehr, sehr ungern mitnehmen. Und jetzt kommt wieder die Frage nach dem Geheimraum. Ich vermute mal, dass die wieder hier oben liegen. Weil der auf jeden Fall wieder begrenzt ist durch den anderen. Nein. Schade. Dann liegt sie neben dem Attack-Raum. Ich guck sogar rein. Ja. Weil damit sparen wir uns eine Bombe. 3 Fliegen, 2 Pillen. Friends to the end, 6 Fliegen. Bombs are keys. Ja. Nochmal rein. Damit nehmen wir Schaden. So, machen eben die Feuer aus. Hier hat man gerade gesehen, dass hier Münzen drin lagen. Sprengen uns hier wieder raus. Danke sehr. Holen uns noch das blaue Herz. Da lag nämlich noch eins, das wusste ich sogar noch. Und schauen uns den letzten Geheimraum an, den hier oben. Was zur Hölle? Der muss da aber liegen. Oder kommen wir dann nur von dem Geheimraum aus rein? Wenn nicht, dann verballere ich jetzt gerade Bomben, aber der muss da eigentlich liegen. Was zur Hölle? Wie kann denn sonst der normale Geheimraum zwischen 2 Räumen statt 3 Räumen liegen? Und wir jetzt haben wir überhaupt keine Bomben mehr. Na wunderbar. Das ist ja ganz wunderbar. Ah. Wenn mir da irgendeiner helfen und aufklären kann, dann bitte. Ja, hier waren wir schon drinne. Gut, runter. In die Caves, in die Höhlen 1. Ganz viele Köpfe. Ach ja, die Fliegen blocken übrigens auch unsere Schüsse, genauso wie der Cube of Meat. Und 5 Fliegen haben sich schon umgebracht. Ist nicht so schön. An die Kiste, da kommen wir leider nicht ran. An die Münze auch nicht. Oh, ihr. Die Viecher sind eigentlich ganz witzig, man muss sie ein bisschen im Auge behalten, sie können nur diagonal feuern. Das heißt, wenn man sich ihnen von vorne nähert, ist das eigentlich kein Problem. Unser kleiner Freund ist wieder einsatzbereit und die Köpfe verfolgen uns. Aua, wir sind zu langsam. Das erste blaue Herz ist schon weg. Wow. Wow, da hat mich beinahe die Kugel erwischt. Das war verdammt knapp. Einer von euch. Jo, ihr seid kein Problem, wenn man ein bisschen drauf achtet. Ist auch einer von denen, die man nur von hinten angreifen kann. Ich hätte gern ein Schaden-Item, glaube ich. Das ist ja ganz nett. So, da ist eine Bombe. Der Pfeil, Cupid. Cupid's Arrow sorgt dafür, dass wir durch Gegner durchschießen. Ja, ist okay. Ist okay. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum Boss. Und hier kriegen wir einen neuen Boss. Chubby. Chub. Aha. Chub hat erstmal das Teil gefressen. Chub spawnt die ganze Zeit diese, also Chub
sorgt die ganze Zeit dafür, dass diese kleinen Viecher auftauchen. Und ist selber so ein Viech. Also, wenn er uns sieht, rennt er uns wie so ein Berserker hinterher. Kann dabei seine eigenen Viecher töten. Man sieht jetzt auch, dass unsere Pfeile hier durchgehen. Wow. Das Einzige, was mir gerade bei dem Boss nicht so wirklich gefallen will, ist, dass wir... Aua. So langsam sind. Und dass wir fast keinen Schaden machen. Jetzt dürfte dann gleich auch Chubb kaputt sein, jawohl. Und wir kriegen, das ist schön, wir kriegen das Package. Beziehungsweise die Box. Bombe. Karte, The Fool ist eine Mistkarte, egal. Münze, rote Pille gibt uns Friends Till the End, nehmen wir mit. Das ist die dritte Friends Till the End. Die Pushpin sorgt dafür, dass wir manchmal durchsichtige Schüsse haben. Da muss man jetzt mal drauf achten. Da war einer. Der sieht ein bisschen anders aus. Der schießt dann durch Steine durch. Macht aber normalen Schaden. Ein Schlüssel, zwei blaue Herzen und das weiße Herz da hinten. Die weißen Herzen funktionieren so. Sie werden aufgebraucht vor den roten Herzen. Wenn man zwei halbe weiße Herzen sammelt, kriegt man einen Herzcontainer. Und wenn man ein halbes Herz mit einer Ebene runternimmt, kriegt man auch einen Herzcontainer. Das heißt, das werde ich erst einsammeln, wenn ich eine Ebene runtergehe und dafür dann einen Herzcontainer kriegen. The Fool nehme ich gerade sogar mit, weil ich nichts anderes habe. The Fool katapultiert uns oder teleportiert uns zufällig zu einem anderen Ort. Hallo Kiste? Was hast du? Mums Perle erhöht. Das ist... Ja, das ist Mums Perle. Die erhöht die Wahrscheinlichkeit auf Mum-Items. Lass ich jetzt mal. Ich hätte eh gern... In dem Raum war ich schon, fällt mir gerade ein. Ein Damage-Up, das gibt uns die Perle eh nicht. Das war leider eine Bombe für den Arsch. Und verfolgende Viecher. Hi. Und das war... Oh Gott, das könnte mein Ende sein. Hätte mein Ende sein können, wenn ich da jetzt nicht glücklicherweise noch rausgekommen wäre. Zwei Schlüssel. Jetzt hätte ich wieder gerne eine Bombsaki-Pille. Ihr seid eigentlich kein Problem, vorausgesetzt ihr dreht euch jetzt nicht um und feuert nach oben. So, was machst du? Okay, unser kleiner Freund ist wieder einsatzbereit. Wir hatten da oben noch ein ganzes Herz liegen, glaube ich. Ja, ich nehme erstmal das halbe mit. Dann müssen wir hier nicht nochmal runterlaufen. So. Man sieht übrigens auch, dass die Items, die man aufsammelt, unser Aussehen beeinflussen. Das heißt, wir haben jetzt diese Indianerfeder aufgrund von dem Cupid's Arrow, den wir uns geholt haben. Oh wow. Das war gerade unglaubliches Glück. Komm hoch. Oh wow. Immer eine knappe Kiste mit den Viechern. Ja, vor allem, wenn man nahe dran steht, die Schüsse fächern sich ja erst auf. Hallo. Jo, hi. Das war selten doof. Der Treffer, der war... Meine Güte. War der doof. Jetzt wäre es nett, wenn wir unseren Kollegen hier auch mal besiegt bekommen, weil das zieht sich immer so unglaublich hin mit diesen Türen. Jawohl. Ah, wir haben keine Bomben. Wie blöd. Die Larven können nicht schießen. Die Fliege, da bin ich voll reingerannt. Aber sie machen halt Schaden, wenn wir reinlaufen. Sind nicht übermäßig schnell, also eigentlich kein Problem. Da oben wäre ein Geheimraum. Challenge-Raum, der interessant ist, weil wir The Fool haben. Wir können uns also das Item schnappen und dann einfach wegteleportieren. Bombe. Oh Mann, ich will eine Bombe. Moment. Sprengt unser kleiner Freund vielleicht... Ja, der sprengt das doch auf. Wir legen ihn mal hier ab. Komm, mach auf. Wunderbar. Und dazu noch den Geheimraum. Schön. Und diese silberne Münze da unten gibt uns 10 Münzen. Das ist nämlich der Dime. Die findet man wie normale Münzen, geben uns halt nur mehr. Da war noch eine in dem Feuer drinne. Sehr schön, wir haben 27 Münzen, es geht voran. Ich
hoffe, dass wir Kane in diesem Run kriegen. In den Challenge-Raum können wir leider nicht rein. Warum auch immer. Ich weiß es gerade nicht. Hier liegt noch das Herz, das wir haben. Die Fool-Karte behalten wir. So, jetzt noch die blauen Herzen einsammeln, die hier rumlagen. Und das Weiße. Und jetzt, wenn wir runtergehen, sehen wir am Anfang, dass das umgewandelt wird. Ab nach unten. Ah, und da unten ist tot. Na super.